Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Let's Play Train Fever Berlin Map. Und ja, ich habe mir überlegt, dass wir hier den Manu vielleicht doch noch besser anschließen. Vielleicht eine Buslinie und dann geht es auch gleich rüber nach Ostkreuz, wo wir dann die RB12 der Niederbarnimmer Eisenbahn, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, bauen werden. Die Strecke und ja, die Mitfahrt, glaube ich, werde ich dann auch hier in der Folge mit reinpacken. Sollte kein Problem sein. Ausnahmsweise mal. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier sofort die Haltestellen hin. Die kann ich hier, das ist mir schon klar, nicht gruppieren. Machen wir das so, dann hält hier der Bus da, obwohl, dann kann ich den eigentlich... Ah, da sind die Leute zwar weg, sei es drum. Dann machen wir da so eine Haltestelle hin. Genau. Dann kann der Bus nämlich so rum und dann wieder zurück. Da haben sie hier auf jeden Fall bessere Umsteigemöglichkeiten zum Regionalexpress. Ja, machen wir hier zwischen noch mal eine hin. Ich hoffe mal, dass sich das dann hier noch weiterentwickelt. Dann kann man hier noch eine Straße hinsetzen. So, und dann... Na, ich würde gern genau so weiter. Okay. dann noch mal... Hier eine hin. Na doch, fahren wir hier lang. Dann wird das hier nämlich dann auch noch abgedeckt. Dann hier hinten lang. Dann haben die hier Anschluss an die Tram. Das wird auch passen. Dann fahren wir hier einmal weiter. Ja, hier ist die Frage... Wollte auch noch mal einen Anschluss machen. Dann machen wir da eine hin. Da könnte man dann eigentlich die Tramstation hinmachen. Das ist eigentlich ein bisschen klein. Machen wir das mal so hin. Und das dann mal. So. Dann machen wir die Ecke. Da bleiben sogar die Personen da. Sehe ich gerade. Sehr schön, weil hier bestimmt noch zwei Kreuzungen zwischen sind. Entschuldigung. Das ist 7:15. Das ist 6, okay. Dann nach der 6 einmal hinzufügen. Und vor der 17, also nach der 16. Okay, dann haben wir das auch. Dann weiter im Text. Da ist er. Da ist er. Können hier rum. So, das können wir lassen. Ach, da haben wir ja schon den Bahnhof dann geschlossen, wo der Regionalexpress. Fährt der Regionalexpress? Nee, da fährt die S-Bahn lang. Oh. Jetzt haben wir beinahe was Falsches gesagt. Könnte man aber trotzdem, ne? Dann lassen wir das so. Dann fährt der Bus hier lang. Dann hier rum. Das haben wir nämlich auch noch nicht alles angeschlossen. Und würde ich sagen. Dass wir hier dann einmal so rumfahren, dass da Endstation ist. Ja. Dann versuche ich aber hier nochmal die Straßen zu vergrößern. Das geht. Wunderbar. Dann neue Linie. Hier sieht es auch nach und nach immer besser aus. Ja. Die Tramlinien, die machen sowieso reichlich Gewinn.
hauptsächlich die Überland-Trams. Meinte ja letztes Mal im Live-Switch. na, wie heißt? Aufzeichnung, sag ich jetzt mal. Dass er auch gerne hier diese Überland-Trams macht. Er hat recht. Erstens machen die eigentlich fast immer Gewinn. Und ein weiterer positiver Effekt ist, was ich auch schon gesehen habe, dass die Städte in die Richtung wachsen, wo die Trams bzw. die Überland-Buslinie auch lang fährt. Also man muss dann eigentlich nur nach und nach hier immer die Haltestellen weitersetzen bzw. Neu bauen. Und beziehungsweise neue Haltestellen bauen, und dadurch kann man auch das Stadtwachstum in die Richtung lenken, in der man das gerne haben will. Sehr deutlich zu sehen war das ja hier oben in, bin ich da jetzt richtig? Ja, genau. Jetzt machen wir einmal kurzen Exkurs, New York Straße. Sieht man ja hier, die gehen hier für die Überland-Tram, geht ja immer noch, und man sieht, was hier für Hochhäuser entstanden sind, wo hier vorher gar nichts war. Ah, Entschuldigung. Also, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit mit Transportfieber, relativ schnell Geld zu verdienen, sagen wir es mal so. Also, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich denke mal, in Transportfieber wird es genauso sein. Dann machen wir das so hin. Und dann bitte schön so rum. Ja, passt. Dann ist das, da ist Tempelhof, ne? Machen wir Tempelhof. Plus 1. Jetzt muss ich hier mal gucken. Hier haben wir natürlich noch kein Busdepot. Beziehungsweise allgemein Straßenfahrzeugdepot. Nehmen wir denn hier? Ja, doch. Nehmen wir schon das etwas größere. Ach komm. So, das mal dahin. Und dann kaufen wir mal ein paar Busse. Über die kleinen oder die großen? Ich würde sagen, dann machen wir mal 4. Große und 4 kleine. Aber am besten immer im Wechsel, oder? Ja, jetzt habe ich hier. Ja, verkaufen. 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 Also den. Dann den. Ach. Ganz durcheinander. Den. Ach, macht er trotzdem alles? Hä? Nein. Die jetzt wieder da macht. Will ich aber kein anklicken. Ach. Müssen wir nochmal neu machen hier. So. Das kaufen. Das kaufen. Meine ich doch, dass das geht. So. Dass jede zweite Fahrt mit dem großen Bus, mit dem Gelenkbus gemacht wird. Wie viel haben wir jetzt? 4 Gelenkbusse und einen normalen. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Linie zuweisen. Tempelhof, Bus 1. Sehr schön. Dann können wir ein bisschen weiterlaufen lassen. Und dann kommen sie da hinten raus. Ich hoffe mal, dass er jetzt auch... Ja, natürlich schickt er die nicht so raus, wie ich sie gekauft habe. Das ist schade. Da weiß ich auch nicht, ob das bei Transportfieber anders ist, dass die so rauskommen, wie sie gekauft wurden. Weil eigentlich habe ich die ja im Wechsel gekauft. In der Liste stehen sie ja auch. Ah, da hat er jetzt. Also, es ist nach Zufall, wie er die rausschickt. So wie es aussieht. Da kommt noch ein Gelenkbus. Na, ein Kleinbus müsste da noch drin sein. Den drehen wir dann einmal um. Den drehen wir auch einmal um.
Genau, aber den, dann machen wir danach auch nochmal. Einen rum dahin. Genau. Dann drehen wir den nochmal um. Ja. Der ist richtig. Da müsste eigentlich der lang. Und dann müsste der hinterher. Dann lösen wir das so. Dann, na, lassen wir den jetzt einmal rumdrehen. Dann lassen wir das. Wie viele sind da jetzt? Da sind drei Busse unterwegs, ne? Das ist der vierte. Okay. Hoppala. Na, der soll drehen. Den lassen wir jetzt nochmal drehen. Und der fährt dann dahinter. Dann haben wir hier vier Busse, genau. Und in die andere Richtung auch vier Busse. Und da sind sie ja schon etwas auseinandergezogen. Jeweils zwei Gelenkbusse und zwei kleine Busse. Und den schicken wir jetzt nochmal nach hinten. No. So. Da wartet schon ein Fahrgast, da wartet schon ein Fahrgast. Hier wird's gebaut. Wunderbar. Ach, jetzt fährt die Tram da auch so rum. Okay, ja, weil es für die Tram wohl auch kürzer ist. Ist ja eigentlich nur logisch. Tempelhof Bus 1, ja, guck einer an. Da wartet sogar schon. Na gut, der Bus deutlich kürzer wohl als die Tram. Ich weiß es nicht. Machen wir nur sichtbarer. 111,83 und Tempelhof Bus, ja, 68, ja. Kürzerer Takt. Kann sein, dass sie jetzt alle mit dem Bus langfahren. Na gut, alle können sowieso nicht mitfahren. Weil von hier nach da ist mit der Tram trotzdem noch schneller. Da ist rum. Ja, hier ist richtig. S41, 38 Leute. S42, 38 Leute. Entgegengesetzt. Sehr schön. Ach, über 100 Leute. Warten, na. Also es läuft. Auch wenn der Kontostand jetzt wieder ein bisschen weniger geworden ist. So. Dann wird das auch besser angeschlossen. Und sprich, ein bisschen zum Ostkreuz. Und da habe ich ja gesehen, dass wir ja dahin müssen. Hier hält die S-Bahn, da fährt der Regionalexpress lang. Da muss ich das irgendwie. Unten ist ja auch nur S-Bahn-Verkehr. Das ist auch das Problem, dass die geplante. Oh, jetzt muss ich mal gucken hier. RB24 ja bis Königs Wusterhausen dann durchfährt. Dann bleibt eigentlich nur, dass wir die hier rum auch hier drauf fahren lassen. War nicht optimal. Ja, da staut sich schon. Deswegen. Da müsste man wirklich gucken, wie die Gleisbelegung ist hier. Okay. Der wären eigentlich sogar noch. Dann wäre es eigentlich nur logisch, wenn ich den Zug hier die S-Bahn S3 auf das äußere Gleis platzieren
würde. Also hinfahren geht sie sogar ohne Probleme. Hier ist dann sowieso nur eingleisig. Das wird also passen. Dann machen wir das doch mal. Machen wir die S3. Das Kreuz, okay. Beziehungsweise bitte das Signal, genau. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und da muss ich jetzt mal gucken. Da kommen wir dann rüber. Das wird dann auch passen. Naja. Dann die Strecke elektrifizieren. Ich weiß, da sind die Leute zwar weg. Aber sei es drum. Ich sag immer, sei es drum. Ah, Entschuldigung. Heute ist wieder ein bisschen schlimmer. Genau. Ich wollte hier eigentlich noch. Obwohl, Hochgeschwindigkeitsgleis brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann. Ich bin gerade am Überlegen, fährt er überhaupt. Hält er eine S-Bahn von der Seite hier? Ich glaube nicht, ne? Die fahren hier alle unten, unterirdisch. Das ist ja nur die S5, die oberirdisch. S3 meine ich, die oberirdisch hält. S5 fährt da auch lang. Genau, S5. S7 fahren da lang. Und rot und blau. Oh, jetzt muss ich mal. Zweimal rot. Achso, S42. Ach, genau, weil die hier ringen. Ah, ja. Okay. Alles richtig. Stimmt. Dann haben wir hier sogar den ganzen Gleiskörper bis hierhin frei. Das ist dann auch nicht so verkehrt. Dann können wir nämlich das hier ausbauen. Und trotzdem müsste ich da irgendwie rüber. Schwierig. Dann müsste ich hier einen Bogen machen. Hier parallel. Ah, da sind natürlich wieder zwei. Oder ich mache hier doch ein Kreuz hin. Dann müsste ich aber von hier dann auch so eine starke Kurve machen. Und hier ist schwierig, das noch extremer umzubauen. Also ich gehe direkt rüber und versuche dann hier. Ah, das wird. Das wird wirklich schwierig sein, da das passend hinzukriegen. Also am einfachsten wäre es wirklich. Entschuldigung. Wäre es wirklich einfacher, das hier rumzumachen. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Da kann ich jetzt auch erstmal nochmal Oberleitung hinsetzen. Das Signal machen wir mal weg. Da wäre es jetzt wirklich einfacher, so ein Überkreuzweiche zu machen, wie es in Transportfieber gehen würde. Und tja, es geht ja nur, dass ich dann hier rüber gehe, dass wir in kurzer Zeit, dann lasse ich den Zug mal hier eben schnell durch. Geht's wirklich nicht anders?
zumindest hinterm Signal. Da kommt schon der nächste oben. Dass ich hier einfädel und dann hier hinten ausfädel und dann den Bogen mache. Das wäre eine Alternative. Ja. Machen wir auch so. Ich hätte hier auch so ein, wirklich so ein Kreuz machen müssen und nicht so parallel. Aber das dürfte alles kein Problem sein. Alles modernisiert, was jetzt sofort wieder abgerissen wird. Aber so wie ich mir das vorstelle, sollte das eigentlich funktionieren. Dann gehen wir darum. Jetzt muss ich mal gucken. So, da geht's. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie noch ein Signal hinkriege. Dann machen wir das parallel. Bis. Das finde ich auch von Vorteil, dass er da einsnappt, wo die Kreuzung zu Ende ist. Das habe ich bei anderen Let's Plays von Transport Viewer gesehen, dass es vor allen Dingen hier die auch immer Live Switch, dass diese Hosenträgerweichen doch kniffliger sind, die zu setzen. Das ist der Nachteil, dass man jetzt viel mehr Variationen hat, die Kreuzung zu machen. Umso schwieriger ist es natürlich, den genau passenden Punkt zu finden. Aber ich würde sagen, das ist nicht so tragisch, weil dann lieber ein bisschen mehr Variation und ja, so dass das alles passt. Oh, das ist aber wirklich sehr langsam. Lieber mehr Variation und ein bisschen knifflig als wenig Variation und dass das so einfach alles funktioniert. Ja gut, alles einfach funktioniert hier auch nicht. Das kann ich dann sogar so lassen. Dann ist hier unser Abstellgleis, würde ich mal sagen. Ach, macht er nicht. Macht er nicht. Aha. Da hätte ich... Na, es gibt aber auch Sachen, wo das klappt. Sehr schön. Dann machen wir da noch was hin. Und, achso. Eigentlich wollte ich... Na, ich muss ja da auch noch die... Oh, Entschuldigung. Das hinsetzen. Das finde ich jetzt auch gut, dass das am Ende des Tracks selbst platziert wird. In der Beta hat es auch nicht immer funktioniert. So was ich mitgekriegt habe. Sei es drum. Jetzt kann ich sogar frei platzieren, okay. Ah. Komisch. Machen wir das so. Ach, deswegen. Weil ich hier nicht angeschlossen habe. So, jetzt hoffe ich mal. Sehr schön. Komme ich da sogar dran. Ist sogar entgegengesetzt. Einmal links, einmal rechts. Die Masten. Sehr schön, sehr schön. Und das ist jetzt die Frage, ob ich na, das wird so nicht gehen. Ging auch nicht immer so einfach. Oder geht immer noch nicht so einfach. Ja, dann lassen wir das so, oder?
Lassen wir das erstmal so. Könnt ihr hier rangieren oder so? Ja. Dann machen wir hier noch sowas. Dann so. Wunderbar. Ja, nochmal Entschuldigung. Ja, dann haben wir das hier. Ich hoffe mal, dass ich da gleich noch... wenn wir noch die Brücke hinbekommen. Daumen drücken. Ach so. Ja, das Gleisstück muss ich auch erstmal wegmachen. Sonst geht das nicht. Aber sollte eigentlich... dann machen wir da nämlich... da fahren sowieso nur die Regionalbahn hin. Ja, 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 ja. Ein Moment. Ah, so, Entschuldigung. Nochmal. Heute ist wirklich schlimm. Ich hoffe, es nervt nicht allzu sehr. Aber ich versuch's so noch weiter zu bringen. Ja, das war klar, dass der Brückenpfeiler-Kollision anzeigt. Weil ich da eine Lücke bräuchte. So. Macht er wieder nicht. Ich hoffe, dass er es jetzt macht. Genau. Weil er da keinen Pfeiler hinmachen konnte. Deswegen wollte er es gerade erst nicht machen. Also ich finde diese Brücken hier auch ganz nett. Oder die hier. Haben immer was. Haben irgendwie sowas, ja, altmodisches würde ich nicht sagen, aber... oh, haben auf jeden Fall was. So. Mal jetzt hier. Einfädeln, auswählen. Aber dann haben wir das schon mal hinbekommen. Dann fahren wir... was ist denn jetzt? Baue ich hier mit Oberleitung. Aber eigentlich kommen ja die Rego-Shuttles hin, die dieselbetrieben sind. Ja, würde ich sagen, machen wir die Oberleitung bis... jetzt muss ich mal gucken. Bis Lichtenberg. Und ab da dann... ohne Oberleitung. Dann geht es dann nach Hohenschönhausen und dann weiter nach Oranienburg. Ziemlich lange Strecke, wo dann nichts mehr ist. Ja. Nochmal bis dahin, bis eins nappt. Und dann da dran. Okay. Das ist jetzt zwar ärgerlich, aber... ja, nix. Das kommt auch weg. Das war der blaue. Okay. Das lassen wir auch. Na, wo ist er? Da ist er. Jetzt aber vier Gleise. Ah. Wieso passt das denn jetzt nicht hier? Okay. Das wird parallel passen. Wieso er da jetzt? Drehen wir das mal so. Dann näher dran, ne? Zum spitzer Winkel. Kein Problem. Die Straße können wir nochmal abreißen. Machen wir das auch nochmal weg. Hatte ich, hoppala, falsch. Hatte ich jetzt so auch. Ach. Soll nicht einsnappen. Dann einfach Shift drücken.
Gucken wir mal. Verlängern, dann müsste ich dann hier wieder so rum. Naja, sei es drum. Das ist auf jeden Fall ohne Oberleitung. Oberleitung, nein. Also das geht schon mal. Und ja, dann sagt der Bau nicht möglich, aber auch nicht schlimm. Dann so, ja, 110 bzw. 101. Ach, jetzt hat er wieder. Jetzt muss ich nochmal eben abreißen. Weil ich hier gesehen habe, wir können ja hier zumindest bis dahin schon mal ausbauen. Und dann kann ich jetzt hier auch nochmal den vernünftigen Bahnübergang hinsetzen. Ja, das wird. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Sagt er nicht genügend Platz. Also nochmal abreißen. Er sagt er sogar, dass es Hauptverbindung ist. Okay. Das ist auch ein Phänomen, wenn ich hier abreißen will, dass er das da auch abreißen will. Wie das zusammenhängen kann, keine Ahnung. Ah, müssen wir das auch noch abreißen. Wieder zu freilich. Also ich hätte mir gedacht, dass das ein bisschen einfacher geht. Aber reißen wir mal alles mal ab. elektrisch, ja. Machen wir das nämlich so. Dann so. Und dann so. Ach. Ja, das ist auch wieder. Also da muss man nicht verstehen. Dann bitteschön, wenn ich das hier wegmache, bleibt dann natürlich da auf der Strecke. Aber uns reicht's ja. Aber trotzdem, nicht nett. Höflich ausgedrückt. Ja, machen wir den. Oder machen wir da? Machen wir so lange Schranken, ne? Ja. Da doch was anderes hin. Dann so hin. Und dann zumindest bis dahin. Und ja, 83 nur. Sei es drum. Bis dahin. Da funktioniert wieder alles. Sehr schön. Da können wir jetzt ein Häuschen hinsetzen. Warum nicht? Scroll, 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 scroll. Na? Den nicht. Da haben wir noch. Mal gucken. Passt das? Sehr schön. Oh, passt doch nicht. Die Schranke ist direkt. Auch nicht schlecht. Dann nochmal. So. Ja. Auch nicht so, ne? Oder passt es da besser? Na, auch nicht wirklich. Aber ich würde sagen, da passt besser als hier, oder? Egal. Dann wenigstens euch sehen. Oh. Ja, haben wir das. Jetzt muss ich hier gucken. Ich muss hier die. Wohl, da haben wir sowieso eine scharfe Kurve, ne? Und dann können wir dann da. Und dann da wieder einfädeln. Eieiei.
sehr kurvig. 50 nur. Ja, die Brücke kommt weg. Die können wir sowieso wegmachen, weil ein Streckenabschnitt hat sowieso keine Funktion mehr. Dann so rum. Und dann bitteschön nach da. Eine Strecke auch. Obwohl, dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Das sind doch größere Umbauarbeiten, als ich gedacht habe. Da kann ich das nämlich alles... abreißen. Dann machen wir hier so eine Pseudo-Verbindung hin. Geht nicht. Geht das so? Aha. Ist doch der Steigung zu groß. Das Kollision bei Terraingleichung. Dann packen wir das da dran. Und dann geht's. Okay. Diese Pseudo-Verbindung, die eigentlich keine keinen Nutzen hat, keine Verwendung. Ja, hier einmal groß und dann einmal vorher platt machen. Das sind wieder zwei kleine Stücke, gibt's ja nicht. Da will er das seine Gleise auch abreißen. Ne? Ja, ja. So. Dann sieht das doch schon alles wieder normal aus. Ja, doch. Sehr schön. Da kann ich jetzt mit 60 und dann da dran. Sehr schön. Und dann können wir die alte Strecke reaktivieren. Dann geht es ja richtig lang, wo ja nichts mehr ist. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als Hohenschönhausen machen wollte. Gute Frage. Wie hatte ich das letzte Folge gesagt? Auf jeden Fall hier durch, ne? Das sollte Karo werden. Karo, das nennen wir mal um. Hoppala. Karo, und das andere ist dann Buch. Ja, schwierig, schwierig. Blankenburg. Jetzt muss ich hier einmal rüber. Jetzt muss ich mal gucken. Blankenburg ist da, okay. Also auf jeden Fall hier zwischen. Thronschönhausen. Da ist Marzahn. Wo wollte ich die Station Thronschönhausen hinmachen? Also die wollte ich auf jeden Fall irgendwo hin machen. Eigentlich nicht mitten in der Pampa. Muss ich ja. Gar keine Chance. Könnte man hier... Ach, das wollte ich anschließen, ne? Irgendwie wollte ich das noch anschließen. Blankenburg. Ja,
Ja, so müsste aber oben drüber. Da haben wir Blankenfelder. Das sollte ja dann nach Blankenfelder Süd, genau. Blankenfelder, das sollte ja dann ja auch noch anders werden. Das sollte ja Birkenwerder werden. Genau, das ändern wir in Birkenwerder. Birkenwerder. Oh. Und das ist dann Oranienburg. Dann wird das auch passen. Ich sehe gerade, der RB12 hält nicht in Birkenwerder. Okay. Sondern erst in Oranienburg. Fährt dann Birkenwerder aber vorbei. Hier irgendwas geplant, das weiß ich wohl. Ist hier auch ein Haus schon? Tatsache. Tja. Wollte da durch, ne? Schwierig, schwierig. Also das lassen wir auf jeden Fall. Da müsste ich eigentlich jetzt geradeaus durch. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, weil die Brücke relativ hoch ist. Dann reißen wir das mal ab. Boah, jetzt muss ich aufpassen, dass da, ja, das ist nämlich bis hier unten schon wieder alles weg. Das ist auch so ein langes Stück. Boah. Wirklich so lang durchgezogen. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das passt. Dann muss ich da aber schon. Ich soll da schon. Ah. Dass er da wieder einsnappen will. Das ist die Frage, ob das dann reicht. Die Strecke wird... Ah, genau. Die Strecke wird auch nicht mehr. S7 zeigt er mir gerade an. Die Strecke wird, glaube ich, auch nicht mehr. Das war ja damals nur die Güterstrecke, beziehungsweise die S. Er sagte mir jetzt, S5 geht nicht, S7 geht nicht, aber sollte eigentlich wieder richtig gestellt werden. Stimmt ja. Die Strecke wird ja auch nicht mehr gebraucht. Man hier auf jeden Fall ein Kreuz machen, wo dann die Regionalbahn RB24 bis Karo und Buch auch hält. Ausnahmsweise machen wir das dann so, genau. Und hier fahren wir, ja, doch. Machen wir das so, machen wir hier unten eine neue Station Hohenschönhausen hin. Dann eine Ruckgeschwindigkeit machen. Das Stück können wir dann auch abreißen. Und noch ein bisschen näher dran zoomen. Das ist ja alles nicht mehr in Betrieb. Schon seit zig Jahren nicht mehr. Ach, so sagt er denn da Kollision. Das lassen wir auch noch. Kollision bei der Terraingleichung. Wieso das? Na? Das ist einfach so.
macht er gar nicht. Wieso macht er das denn gar nicht? Da macht das, aber wieso macht das hier nicht? Wegen dem... Ah, aha, aha. Wegen der Halterstelle. Ich will da doch... So, wieder abreißen. Mit doch eine leichte Kurve einsetzen. So ein. Hat er die Tram von da nach da hingesetzt jetzt? Ah. Okay. Warum auch immer. Und auch noch auf der anderen Straßenseite. Könnte so passen. Da ist sowieso noch eine. 140. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Regel-Shuttles sind. Und lassen wir das mal so. So. Jetzt die Frage. Wo machen wir den Bahnhof hin? Hohenschönhausen. Schwierig, schwierig. Hohenschönhausen. Hier ist eigentlich schon Blankenburg. Egal. Nördlich. Ja, wir müssen dann nach dahin. Da ist ja dann Birkenwerder und ja, wird eigentlich passen, ne? Von so nach so. Oder ich mach die Station. Wisst ihr was? Ich mach die Station hier hin. Mit der Tram. Mit dem Tram-Anschluss. Da ist sowieso Tram, ja. Machen wir so. Damit das hier mehr ausgebaut wird, machen wir hier den Bahnhof hin. Hohenschönhausen, ohne Hotel, machen wir den, genau. Mal so hin. Da wäre dann sowieso die S75 bis Wartenberg. Wartenberg könnte man dann hier hinten irgendwo machen. Ja. Geht das sowieso über Kreuz? Das würde ja dann auch noch passen. Jetzt muss ich gucken. Rechte Seite eigentlich. Ja, S-Bahn fährt dann hier linke Seite. Weil das ja, einfacher umzusetzen ist, weil die S-Bahn ja dann links fährt. Hoppala. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja. Ah. Reicht aber nicht. Sei es drum. Dann das nochmal ein bisschen anders. Dann das Stück noch ein bisschen höher. Und das funktioniert dann. Passt auch. Na? Was macht er denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt angeklickt? Ach, das nochmal. Ja. Hoppala. Da müssen wir hin. Ja. Ja, das nochmal weg. Bisschen chaotisch hier. Ja, jetzt snappt er natürlich wieder nicht da ein, wo ich will. Und macht dann so einen Bogen. So. Jetzt haben wir's. Da auch. Wunderbar.
da nämlich die S-Bahn nebenan fahren. Das waren wir schon mal vor. Sehr schön, das passt auch. Da machen wir die Oberleitung weg. Dann machen wir hier, verlängern wir. Ach, ist sogar elektrisch noch dran. Sehr schön. Nach dahin. Und von dahin. Nach da. Sehr schön. Elektrisch. So. Und machen da dann sofort. Das. Das ist nicht Blankenburg, sondern Hohenschönhausen dann. Schönhausen. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich irgendwo die Tram? 27 Blankenburg. Sollte eigentlich. Aha, von da nach da. Und dann die Runde. 4, 5, 6, 7. Macht davon 3. Soll er bitte schön einmal nach dahin genau. Und nach. Ah, fährt er 8 und 9. Okay. Bitte schön nochmal nach dahin. Genau, fährt er so. Und dann fährt er wieder da zurück. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele. Da packen wir mal ein paar Trams, neue Trams drauf. Und die großen. Und zwei. Das ist 27 Blankenburg. Da. Wenn wir den Takt ein bisschen verbessern. Und hier auch mehr Umsteiger hinkriegen. Na, S2. Auch gut benutzt. Da hinten ja auch. Das ist Pankow. Okay, ja. Pankow, genau. Ja. So. Na, S-Bahn machen wir zum späteren Zeitpunkt. Jetzt geht es erst um die Regionalbahnstrecke bzw. Regionalexpressstrecke. Jetzt, ab jetzt. Weil danach trifft die Regionalexpressstrecke, die hier parallel zur S-Bahn irgendwann mal läuft, auf, ja, biegt hier ab, beziehungsweise eigentlich hier schon, kann man sagen, biegt hier ab und dann treffen die sich und dann einmal darüber, ja, machen wir so eine Brücke wieder, ja, mit Oberleitung, alles richtig. Und dann gibt es hier eigentlich noch mehrere Stationen, die dann mitten in der Pampa sind. Da hält der die Regionalbahn und Regionalexpress nicht. Da hält nur, jetzt muss ich mal gucken, die S8. Okay. Und jetzt muss ich gucken. Birkenwerder. Da macht er so einen Bogen, ja. Und dann nach Birkenwerder. Vorher noch Hohenneuendorf. Aber ausschlaggebend ist eigentlich kein Anschluss, ne? Hohenneuendorf, das doch ist richtig. Obwohl, da habe ich sogar Oberleitung. Da wird das sogar passen. Okay. Machen wir das nämlich so. Ja, obwohl ein bisschen parallel können wir ja zur S1 fahren. Na, bis dahin. Das ist doch anders. Ja, die Weiche hat er jetzt schon mal. 135, echt.
da noch eine Straße weiter. Fädeln dann da aus. Jetzt muss ich hier gucken. So, dass es einigermaßen passt. Dann machen wir so einen Bahnübergang oder so einen hin. Jetzt muss ich gucken, wo wir sind. Ah, wir sind da. Passt. Hoppala, das war ein bisschen zu weit. Da jetzt nur, ne? Na, dann machen wir unbeschränkten Bahnübergang. Voilà. Wieder falsch. Jetzt hat er. Na, da, das funktioniert alles. Wunderbar. Und dann. Ja. Machen wir da hin. Und da einfädeln. Das wollte ich eigentlich nicht, aber sei es drum. Das mit Oberleitung. Und die Strecke machen wir jetzt elektrisch. Dann kommt die Haltestelle weg. So muss ich mal gucken. Tram. Ach so. Ach, das ist hier M1. Okay. M1. Dann lassen wir das doch. Na? Ach, wieso? Wieso will er denn jetzt nicht? Jetzt macht das. Jetzt ist wieder richtig. Jetzt haben wir den Takt auch wieder. Tja, okay. M1 mal noch richtig viel gewinnen. Bis dahin. Dann. Tja, was machen wir denn da? Da würde ich sagen, wir machen da auch nochmal eine neue Buslinie hin. Wie die machen wir erstmal bis hier. Hier rum. Jetzt muss ich mal gucken, wie da die. Da war da eine Haltestelle. So und so. Das war weg, aber egal. Dann kopieren wir das hier nochmal. Dann. Hier lang, hier lang. Wird ein bisschen parallel zur Tram mit. Und ja, würde ich sagen, dann da lang, da lang. Da lang, ja. Der Endstation, ne? Und dann wieder so rum. Ja, haben wir eigentlich alles auch nochmal abgedeckt. Na komm, machen wir da auch noch eine hin. Dann, neue Linie. Und wir behalten nämlich die Originallinienführung von der M1. Da ist Start. Dann so rum. Dann nach Oranienburg. Da halten wir nicht, sondern erst da wieder. Dahin, 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 dahin. Da habe ich sogar parallel schon die Haltestellen gemacht. Sehr schön. Das ist dann Oranienburg. Plus 1, obwohl es eigentlich
nicht Oranienburg ist, sondern Blankenfelde, aber ein bisschen das Birkenwerde, genau. Wo dann eigentlich auch die S8 endet. Hier wäre dann jetzt eigentlich auch noch Borsigdorf und Lenitz bei der S1, aber das passt noch nicht hin. Dann müsste die Stadt noch mal ein bisschen größer werden. Dann kann man hier auch den Bogen größer machen und dann kann man die Station dann auch noch hinsetzen. Ja, müssen erstmal gucken, dass hier mehr hinkommt. Ja, gut. Auch keine Güter. Deswegen wohl müssen wir auch in den nächsten Folgen uns darum kümmern. Güter sind sehr wichtig. Ein bisschen. Ich habe es ja eigentlich immer vorgenommen, das nicht so zu vernachlässigen. Aber ja, gut. Irgendwie ist man dann doch mehr drauf beachtet, Strecken zu bauen. Nahverkehrsstrecken. Ausfahrsignal. Aber ich hätte gern Ausfahrsignal mit. Genau sowas. Also eine lange Strecke, wo nichts ist. Da, Erzähler. Da bin ich auch gespannt, wie der Bahnhof angenommen wird. Weil es eigentlich eine direkte Verbindung und eigentlich schnelle Verbindung zum Ostkreuz. Werden wir sehen. Also schon ziemlich sehr direkt, aber gut, das ist ja vielleicht auch noch besser. Hoppala. Na, das machen wir aber anders. Das ist, ah, davor geht's auch noch. Okay. Wenn ich das genau vor den Masten hinstellen kann, dann ist das immer besser. Geht das hier auch? Hier passt es auch. Wunderbar. Ja, dann machen wir das auch. Obwohl die ja, ich glaube, die Berliner S-Bahn ein anderes Signalsystem hat. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt Unsinn erzähle. Aber war so meine Beobachtung. Hoppala! Was ist denn hier? Auch neu gebaut. Ah, vielleicht weil ich hier zwei Industriegebäude abgerissen habe. Das müsste ich eigentlich auch noch abreißen. Hat ja auch was hier mit dem Knick. Vielleicht kommt hier noch eine Straße und dann kann er hier, oder hier kommt Industrie noch mehr hin. Läuft. Läuft doch. Muss man dann sagen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich glaube, das hatte ich damals so gebaut, ne? Mit der Straße unter der Brücke. Ja. Das lassen wir einfach so. Ja, die Tram, die müsste gleich wieder zu ihrem normalen Weg finden. So, jetzt muss ich hier erstmal reichlich Signale hinsetzen. Ja, das sollte eigentlich auch soweit. Na? Will das da nicht? Doch, meine ich doch. Ausfahrsignal. Und da habe ich schon. Ist da und das ist da, okay. Und dann kommt da noch eins hin. Ja, jetzt bräuchte ich das nochmal Ausfahrsignal, Einfahrsignal und das Selbstblock. Das war nur da unten, na? Scroll, scroll, scroll. Das ist Einfahrsignal. Aber bitteschön. Das genau. Jetzt muss ich mal gucken. Ich komme dahin. Das kommt dahin. Dann kommt das dahin. Und da ist ja nichts. Okay.
Da sowieso. Da könnte man hier sowas hinsetzen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus, wie die platziert werden müssen und warum und weshalb. Und ich denke mal, das kommt so hin, ne? Und da kommt noch mal so eins hin. Aber ob das genauso richtig ist oder nicht, oder für die Rangier Sachen, obwohl da müsste jetzt so eins hin, ne? Davor. Okay. Ja, und dann Selbstblocksignale, ne? Die waren ganz oben. Mit grün-grün. Machen wir da eins hin. Und da eins hin. Und dann habe ich auch wieder ein neues Mitfahrvideo. Ach, da sind noch die alten Signale. Ah, ja, auf der Strecke. Die wir jetzt wieder reaktivieren. Dann machen wir da eins hin. Das ist jetzt die Neubaustrecke. Da noch eins hin. Da noch eins hin. Dann hier noch eins. Da noch eins. Und dann ist ja schon die Brücke und der Bahnhof. Dann, hoppala. Hat er den jetzt gemacht? Ja, genau, falsch. Dann noch ein bisschen verrutscht. Ja gut, aber ich kann ihn mal ein bisschen weiterlaufen lassen, damit wir vorankommen. Ich hoffe mal, dass mit der S, was hat er gesagt? S5 und S7 hat er gerade keinen Takt angezeigt, ne? Da muss ich gleich mal gucken. Aber eigentlich habe ich Strecken so wieder zusammengeführt. Beziehungsweise so großartig habe ich da an den Strecken gar nichts gemacht. Ach doch. Die Brücke. Habe ich die Brücke wieder gebaut? Ah, jetzt, wo es mir wieder einfällt. Wo ist er? Die Brücke. Ah, doch. Habe ich gemacht. Ja, gut. Dann Panik umsonst gewesen. Deswegen hat er wohl gerade Eisenbahn, sicherheitshalber, S5, S7, alles wieder Taktung in Ordnung. Ja gut, S7 ist ja sowieso nur immer noch im Notfahrbetrieb. Okay, dann haben wir das. Dann können wir die Strecke RB12 machen. Niederbahn, immer Eisenbahn. Ja, wie gesagt, Originalfahrmaterial habe ich leider nicht, aber auch wie gesagt, die benutzen den Rego Shuttle. Und da früher, ich glaube, die Strecke, die Prignitzer Eisenbahn gefahren ist, nehme ich halt von der Prignitzer Eisenbahn. Das war Material habe ich. Und ja, zurück zu alten Zeiten, sagen wir mal so. Jetzt muss ich hier mal gucken. Jetzt hat er hier nämlich, ja, jetzt hat er da hier aber wieder Bockmist gemacht. Wieso? 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 Jetzt hat er wieder alles. Boah. Ja, bis dahin und ab da. Na, das ist die S. Jetzt muss ich selber mal gucken. S42. Eisenbahn, unsichtbar. Hä? Ach so, die ist immer noch hier. Ah, die fädelt gleich raus zum passenden Gleis raus auf den Ring dann wieder. So, jetzt muss ich mal hier gucken, wieso das hier wieder. Ja, wieso, weshalb, warum? So, bis dahin ist alles in Ordnung. Und da hinten, hier hinten, habe ich doch nie was gemacht. Wieso will er da jetzt nicht hin?
Das ist 9:23, ja, also nach 9. Verstehe ich nicht. Bitte schön, das Signal. Aha. Okay. Okay. Dann machen wir das nochmal weg. Was habe ich denn hinten weggemacht, dass er jetzt nicht mehr... Ja, hier ein Gleis, ne? Aber der eine Zug steht da doch. Oh, habe ich sogar Oberleitung hingesetzt. Das ist nicht so toll. Den machen wir wieder weg. Also hier habe ich... Na da, genau, dann habe ich hier... Und das habe ich doch alles so gelassen. Immer noch alles angeschlossen. Friedrichsfelder Ost. Komisch, komisch. Wieso, wieso, wieso? Da! Ach, weil ich... Ja, stimmt. Nein. So, und wenn ich das jetzt dran habe, dann müsste automatisch... Ja. So, jetzt müsste auch die S7 wieder stimmen. Wunderbar, alles geregelt, alles geklärt. Läuft also. Ja. Jetzt können wir hier mal weitermachen. Genau, jetzt passt es wieder. Neue Linie. Oh, aber unser Geldsäckel ist ein bisschen... Ja, kann sein, weil er gerade... hoppala. Ich wollte gucken, wie viel da warten. S42. 62 Personen. Boah. Ist der Ring jetzt doch so gut? Ja, hier von der Mitfahrt. Einen langen Zug habe ich ja draufgesetzt. Wir sind auf einer mit, 59 jetzt gerade. Sehr schön. Genau. Ist ja hier Endstation. Dann bitte schön da. Ach, da hätten wir sowieso nur ein Gleis nehmen brauchen. Okay. Ostkreuz hält, ne? Ist Endstation, genau. Sei es drum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Eigentlich hier, dass sich hier noch was ändert, aber... Ja, jetzt hört mir gerade auf. So, jetzt ist es besser. Ich hoffe, dass hier dann auch nochmal was weiterkommt. Was hingebaut wird. Ja, braun. Das ist der. Jetzt wollte ich noch mal eben rüber. Ich wollte gucken, welche Farbe. Lila. Okay. Muss ich mal gucken. Lila. Geht sogar. Okay. Ja, ist sogar die gleiche Farbe. Lichtenberg. Dann kommt Hohenschönhausen. Das ist ja ganz da hinten. Ach, wenn du wieder dieses Signal erwischt, gibt's ja gar nicht. Fern. Hohenschönhausen. Nicht Hohenschönhausen. Ah, da wo die Buslinie ist. Okay. Und dann Oranienburg. Und dann wieder zurück. Lichtenberg und dann haben wir es. Und Fahrmaterial. Da müssen wir gucken. Oh, da ist jetzt schon wieder. Doch wieder über eine Stunde. Ja, guck einer an. Aber zurzeit macht es mir Spaß. Ich denke mal, Transport Fever macht auch genauso Spaß. So, jetzt können wir. Gerade haben wir noch 3 Millionen. Jetzt haben wir 10 Millionen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja gut, jetzt 4 Millionen. Aber war ja auch Monatsende.
Das ist RB12 von Ostkreuz nach Oranienburg. Ah, passt das nicht? Okay. Jetzt wäre schlau gewesen, da auch noch mal was zu machen. Aber haben wir ja hier. Dann, ich habe gesagt, die Mitfahrt packe ich dann auch noch mit drauf hier. Sei es drum. So lang ist die Mitfahrt ja auch nicht. Jetzt habe ich doch alles elektrifiziert, ne? Ja. Ab Hohenschönhausen wäre es eigentlich logisch gewesen, weil dann der Regionalexpress RE5 lang fährt. Aber so. Oh, Zug 43. Hä? Ach so, das sind ja teilweise noch die. Ah, okay, okay, okay. Fahrzeugersatz. Na, ist aber. Hallo? Kann er doch ersetzen. Verstehe ich nicht. Triebwagen. Genau. Und Diesel. Vogtlandbahn. Nehmen wir die Prignitzer. Obwohl die Vogtlandbahn, ja. Dings ist eigentlich, Niederbahnemer Eisenbahn, glaube ich, war grün, weiß, grün. Und hier ist ja, weiß, grün, weiß, grün. Passen, aber wir lassen mal Prignitzer Eisenbahn, weil die früher, meine ich, RB12. Ich bin mir ja da nicht jetzt nicht sicher. Aber packen wir einfach mal drauf. Wie viel nehmen wir? Haben wir 4? 120 können die. Ja, doch. Oh, jetzt hat aber gerechnet. Wieder am Monatsende. Okay. Dann würde ich sagen, das wir gehen drauf. RB12. Ein Zug. Und dann Mitfahrt. Na. Oh, jetzt ist aber. Hoho! Neues Fahrmaterial. Am Ruckeln, am Ruckeln, am Ruckeln. Na, wo ist meine Maus? Ah! Da ist meine Maus. Ich würde dann sagen, ich verabschiede mich und viel Spaß jetzt gleich mit der Mitfahrt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und würde dann sagen, bis dahin und ciao.